Ich war noch nie vor einer 5. Klasse. Ich habe an sich noch nie meinen eigenen Unterricht so gehalten. Das Thema der Stunde soll das Sonnensystem sein. Mhm. Gerade in der 5. bin ich mal gespannt, ob die Konzentration dann noch so hoch ist. Ich hoffe, ihr seid nicht zu nervös. Ihr braucht es nicht sein. Ich bin zwar auch ein bisschen. Ja, ich habe mir ein bisschen was notiert. Hallo, ich bin der Lennart, ich bin 19 Jahre alt, ich studiere Gymnasiallehramt, Englisch und Geografie und mache am Kasper-Fischer-Gymnasium mein Schulpraktikum. Heute halte ich meine erste eigene Unterrichtsstunde. Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum macht man eigentlich noch relativ am Anfang des Studiums. Es ist das erste Praktikum, das wirklich zählt, das auch bewertet wird. Und es ist einfach dafür da, dass man noch mehr Einblicke sammelt in den Berufsalltag, dann wirklich auch mal selber ran darf, eigene Stunden hält, ja, und einfach noch mehr Erfahrung sammeln kann. Ja, das sieht zu mittelgut aus, aber halbwegs lesbar. Ja. Die Schwierigkeit heute wird sein, den Stoff angepasst auf das Alter rüberzubringen, damit die Schüler das natürlich auch verstehen können. Jeder hat einen verschiedenen Wissensstand, jeder hat verschiedenes Vorwissen. Und da trotzdem jeden einzelnen Schüler irgendwie zu fördern, ist, denke ich, eine Hauptaufgabe, über die man sich von Anfang an Gedanken machen sollte. Dankeschön. Also heute ist natürlich besonders, ich war noch nie vor einer 5. Klasse, ich habe an sich noch nie meinen eigenen Unterricht so gehalten, eine komplette Stunde. Und ja, deswegen bin ich auch ein bisschen nervös, aber ich denke, das kriege ich hin. Für den Studiengang Lehramt habe ich mich entschieden, weil es mir schon immer Spaß gemacht hat, vor Leuten zu reden, Leuten etwas zu erklären. Naja, die Herausforderungen im Studium sind zum einen, dass man erstmal jetzt gerade am Anfang lernen muss, selbstständiger zu sein. Man muss natürlich sein eigenes Studium selbst organisieren. Es ist nicht wie an der Schule, wo man das meiste trotzdem vorgegeben bekommt. Und natürlich sind die fachlichen Inhalte auch nicht gerade einfach. Es ist natürlich noch mal viel spezieller, viel tiefgehender. Jetzt beispielsweise in Geografie fand ich die Geomorphologie ziemlich schwierig. Oder in Englisch auch die Grundkurse 1 und 2, wo auch viele Leute leider die Klausur nicht bestanden haben. Also auch wenn ich die Fächer Geografie und Englisch schon in meiner ganzen Schullaufbahn und auch im Abi schon hatte, muss ich sagen, finde ich den Sprung zum letztendlichen Studium ziemlich groß. Das Didaktische ist im Modulplan noch nicht in den ersten Semestern vorgesehen, auf jeden Fall. Es kommt dann eher zu einem späteren Zeitpunkt. Und an sich finde ich es aber sehr wichtig, dass es dann mehr in eine praktische Richtung geht. Genau, also das Thema der Stunde soll das Sonnensystem sein. Mhm. Und ja, der Nachthimmel. Klasse. Genau, 5. Klasse Geografie. Mhm. Und ich habe mir jetzt die Stunde erstmal in verschiedene Phasen eingeteilt. Man soll sich das Ganze ja jetzt gerade, wenn man am Anfang seiner Lehrertätigkeit oder noch im Studium ist, wirklich ziemlich genau durchplanen. Genau, ja. Wie das dann letztendlich funktioniert, ist eine andere Sache natürlich. Auch wenn ich jetzt noch nicht lange aus der Schule draußen bin, habe ich eigentlich jetzt schon einen ganz anderen Blick auf diese ganze Situation Schule und Unterricht. Zum einen eben durch mein Studium und durch das fachliche Wissen, was man jetzt auch gerade im pädagogischen Bereich erlangt hat. Aber auch, ja, man denkt einfach aus der Sicht der Lehrkraft. Und jetzt mittlerweile muss ich auch sagen, ich finde den Unterricht als solchen sehr interessant, weil er ist einfach so komplex und hat so viele Facetten, die man als Schüler vielleicht gar nicht erkennt. Aber auf einer wissenschaftlichen Ebene darüber was zu lernen, finde ich eben echt super. Ja, weil 5. Stunde, da können Sie natürlich schon mit der Pause... 6. okay. Ja. Weil da wird man natürlich dann unruhig als Schüler. Weiß gerade, man ja dann, gerade in der 5. bin ich mal gespannt, ob die Konzentration dann noch so hoch ist. Ja. Also in der 5. Klasse, genau. Ja. Naja, in der 5. Klasse, da ist das Interesse natürlich sehr groß, was an sich was Schönes ist. Aber vielleicht so auch ein bisschen, ist immer ein bisschen Unruhe mit drin. Die Konzentrationsfähigkeit ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so hoch wie in der höheren Klasse.
Eine weitere Herausforderung ist, dass ich die Klasse ja noch nicht wirklich lange kenne. Ich war jetzt in 2 Unterrichtsstunden dabei, aber eine gewisse Bindung, die eigentlich zwischen Lehrer und Schüler schon vorhanden sein sollte, habe ich natürlich noch nicht aufgebaut. Wir warten natürlich noch auf die Frau Steinlein. Die muss mir auch noch ein bisschen helfen mit der Technik. Aber sonst grundlegenderweise, ihr wisst ja, ich halte heute den Unterricht. Ich hoffe, ihr seid nicht zu nervös, ihr braucht es nicht sein. Ich bin es zwar auch ein bisschen, aber ihr müsst es nicht sein. Guten Morgen. Vor allem, denke ich, ist das echt das entscheidende Thema, dass man einen guten Einstieg auch findet in die Stunden. Ja. Mit Zeitbezug auch oft. Wie jetzt Entstehung des Universums, wie betrifft es uns heute? Bei der Planung von meiner Unterrichtsstunde war es nicht gerade einfach, jetzt eine Gegenwartsbedeutung von dem Thema zu finden. Ich meine, klar, wir leben alle in dem Universum, aber das reicht ja noch nicht aus. Mhm. Und ich hoffe eben, dass ich dadurch, dass ich das Vorwissen abfrage, vielleicht so ein bisschen Interesse wecken kann, dass die Schüler ihre eigenen Ideen einbringen können, ihr eigenes Vorwissen. Ja. Und dadurch noch motiviert sind. Ja. Okay. Dann geht's gleich los. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir sind aufgeregt. Ihr müsst nicht aufgeregt sein, wirklich. Es ist eine ganz normale Unterrichtsstunde. Nur wahrscheinlich ein wenig schlechter als die sonst. Aber macht euch keine Sorgen. Es ist eine ganz normale Unterrichtsstunde. Okay. Wir fangen erstmal an mit einer kleinen Wiederholung. Natürlich nicht bewertet, es gibt keine Noten drauf. Aber ich will natürlich trotzdem sehen, wie gut ihr euch erinnern könnt an die letzte Stunde. Hat da einer eine Idee, was wir denn so gemacht haben? Ja? Zu Beginn der Stunde war natürlich die Nervosität noch ein bisschen da. Im Idealfall ist man eigentlich im Flow. Dann denkt man auch gar nicht mehr allzu viel drüber nach. Abstimmung, wäre es dafür, dass es Humangeografie ist? Niemand? Ich auch nicht. Also ihr seid alle dafür, es ist physische Geografie. Dann habe ich noch ein letztes Bild für euch. Vielleicht mal jemand, der es beschreiben kann, was es ist erstmal. Ja? Das Weltall. Genau, das Weltall. Das ist nicht das ganze Weltall, es dreht sich hier vor allem um unser Sonnensystem, wie ihr vielleicht sehen könnt. Noch was zu dem Bild? Ja. Genau, die Planeten, auch ein wichtiges Thema. Das Sonnensystem ist nämlich das Thema der heutigen Stunde. Genau, darum soll es noch gehen. Ja, als Lehrer ist, denke ich, eine soziale Ader sehr, sehr wichtig. Man muss vor allem Empathie haben, sich in Schüler hineinzuversetzen, ist sehr wichtig, damit man einfach Sachen besser erklären kann und natürlich auch gut mit ihnen umgehen kann. Während des Studiums wird man natürlich erstmal oder hauptsächlich theoretisch auf den letztendlichen Lehreralltag vorbereitet. Man hat 1-2 Veranstaltungen, die auch schon relativ praktisch sind. Aber natürlich sammelt man die meiste Erfahrung dann eben, wie jetzt ich, in einem Praktikum oder allgemein dann im Beruf. Also, ich habe euch mal ein Arbeitsblatt mitgebracht. Ich zeige es euch dann nochmal in Farbe. Ihr könnt es vielleicht mal rumgehen lassen. Genau das werdet ihr jetzt erstmal mit einem Partner zusammen machen. Also zu zweit, vielleicht auch zu dritt. Wir füllen das Blatt natürlich nicht einfach so aus und raten ein bisschen. Wir versuchen uns die Lücken mit dem Buch zu erschließen. Und wie ihr lesen könnt, für den ersten Lückentext bräuchte man mal die Seite 16. Ja, was mir persönlich dann sehr wichtig ist, ist Unterricht wirklich möglichst spaßig zu gestalten. Man kennt es oft von früher, dass der Unterricht eher langweilig ist und keinen Spaß macht. Und gerade das will ich vermeiden. Ich will Schüler wirklich möglichst motivieren, weil ich denke, Schule und der Unterricht kann wirklich was Schönes sein, denn die Themen sind wirklich spannend. Ganz kurze Zeit haben wir noch. Ich würde natürlich von euch noch gerne wissen, ob das halbwegs angekommen ist, was ich denn euch erzählt habt oder was ihr ob ihr es verstanden habt. Könnt vielleicht euch einfach noch mal so melden. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Okay, sieht ja ganz gut aus. Es freut mich natürlich. Ihr habt auch super mitgemacht, finde ich. Freut mich, wenn ihr das halbwegs verstanden habt. Dann können wir unsere Lernziele jetzt ja wegwischen. Wir wissen, wie die Sonne entstanden ist. Und wir wissen auch circa, wie die Planeten früher ausgesehen haben.
Genau, und genaueres lernt ihr bestimmt noch. Okay, eine Frage noch, dann sind wir fertig. Warum gibt es nur 8 oder 9 Planeten und nicht mehr? Gute Frage. Hat vielleicht einer von euch eine Idee? Also ich habe keine. In unserem Sonnensystem gibt es 8 oder 9. Ich denke, das ist auch ein Gleichgewicht, das sich eingependelt hat. Natürlich gibt es außerhalb unseres Sonnensystems noch viel mehr. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Ja, ich habe mir ein bisschen was notiert. Unterrichtsziele, dass du die festgehalten hast, ist im Prinzip schön. Die Frage ist nur, ob es einen Mehrwert hat, dass die da stehen, habe ich mich am Anfang gefragt. Aber dadurch, dass du das zum Schluss dann weggewischt hast, war das dann ein schöner Rahmen eigentlich. Das mit der Schrift, dass man vielleicht ein bisschen fester aufdrückt, dass es von hinten auch zu lesen ist. Das kommt ja alles noch. Positive Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich schon finde für die erste Stunde, dass du eine gute Lehrerpersönlichkeit hast. Danke. Und eine gute Struktur in deinem Unterricht. Du hast es so didaktisch reduziert, dass das eigentlich auf dem Level der Schüler war. Also es war altersgerecht formuliert und motivierend für die Schüler. Überraschend gut für die erste Stunde. Dankeschön. Hat sich gut angefühlt, hat auch Spaß gemacht und ja, die Zeit verging sehr schnell, muss man eigentlich sagen. Ja. Mit ein bisschen mehr Zeit hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf ein paar Sachen eingehen können, aber gut, ich meine, klar, das kann auch nicht gleich am Anfang so funktionieren. Da braucht es halt ein bisschen praktische Erfahrung. Aber insgesamt war ich eigentlich zufrieden, ja. Wenn ihr noch mehr Infos zum Einstieg in den Lehrerberuf haben wollt, dann findet ihr hier unten ein Video von Alpha Uni und hier noch ein anderes. Ciao!